das ist unser Bike für Harley und Snow. Was haben wir gemacht? Ganz einfach, wir haben ein TKC 80 genommen vorne mit 130 M5 Schrauben versehen, 20 mm lang, dass sie schön ins Eis packen. Und die Schwinge um 20 cm verlängert. Und dann 60-60 Aluwinkel auf einen, auch das passiert, auf einen Autoreifen montiert. Das war es eigentlich. Ein paar Sachen abgeschraubt. Und jetzt geht's ab zum Harley und Snow.